Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin hier gerade im Wohnheim an der Hochschule und es sind gar nicht mehr so viele Monate. Man kann fast schon in Wochen rechnen, bis dieses Studium sein Finale finden wird in den Qualifikationsprüfungen. Also so langsam kommt die heiße Phase. Ich werde euch ein bisschen mitnehmen in meinen Studienalltag und euch zeigen, wie der Tag bei mir hier so aussieht. Wobei hier nicht jeder Tag gleich ist, also es gibt schon starke Unterschiede. Der Tag ist heute so ein bisschen zweigeteilt und zwar hatte ich heute Morgen schon 2 Stunden Personalmanagement im Verwaltungsgebäude drüben. Und jetzt habe ich 2 Stunden Zeit, also 2 Stunden Lücke in meinem Stundenplan, bevor ich dann wieder los muss in ein anderes Gebäude für die nächste Vorlesung. 3 Stunden Privatrecht. Und dafür muss ich die Vorlesungseinheit noch vorbereiten, Materialien runterladen, das Skript schon mal ein bisschen überfliegen, weil sonst wird es nichts. Wir wollen ja, dass diese 2 Stunden auch effektiv sind am Ende und ich nicht nur anwesend bin. Frühstück gab es keins bisher, dafür habe ich mir aber einen gigantisch monströsen halben Liter Kaffee gemacht. Den habe ich mitgeschleppt in die ersten 2 Stunden und den trinke ich jetzt erstmal gemütlich fertig. Ah, draußen übrigens, da schneit es mittlerweile richtig stark, eine richtig tolle Atmosphäre. Also nachher fürs Laufen ist es so mittel, aber jetzt zum Rausschauen ist natürlich toll. Jetzt bereite ich aber erstmal die Stunde vor und vielleicht habe ich ja dann noch auch ein paar Minuten für mich vor Anfang. Also das mit Zeit für mich hat jetzt nicht geklappt, aber ich habe mich auch schon wieder in irgendwelchen Sonderregelungen verloren, weil die mir sonst ab und zu mal ein bisschen Probleme bereiten, weil ich die gerne mal übersehe. Deswegen habe ich da ein besonderes Augenmerk drauf und wir müssen los in die Vorlesung. Und unangenehm. Schneit ohne Ende weiter. Wie kann man auf so einem kurzen Weg trotz Schnee so nass werden? Wahnsinn. Schneit und schneit und schneit. Jetzt mache ich mir schnell Mittagessen. Ich habe nämlich schon Hunger. Und nachher habe ich mich dann noch zum Kaffee verabredet. Da muss ich dann bereit sein, dass ich nicht zu spät komme auf den Treffpunkt. Nur mal so im Vergleich. Seht ihr den Unterschied zu von vor 3 Stunden? Es hat so viel geschneit. Ich will gar nicht wissen, wie das heute Abend aussieht. So, Laptop noch schnell laden, dass der auch Akku hat für nachher. Bracht mir einfach schnell ein bisschen von diesen Sojalappen an, weil das geht schnell und schmeckt gut und macht satt und reicht vor allem zeitlich noch. Lecker. Zum Essen gönne ich mir jetzt eine kleine Pause vom Studienstoff und schaue mir hier eine Doku an von Arte über Polarlichter. Nachher gehe ich mit einer Kommilitonin nämlich noch ins Café und halt zum Ratschen, aber auch zum Lernen. Und da ist dann jetzt ein kleines Päuschen. Ganz gut. Ich bin froh, dass mein Paket angekommen ist, weil ich Held habe nämlich am Wochenende vergessen, meine Unterhosen einzupacken. Das heißt, ich habe keine mehr. Das heißt, ich habe jetzt aber welche bestellt. Weil, also, bei aller Liebe, wie soll ich eine Woche da ohne... Das geht nicht, das geht nicht. Ist kurz vor halber, wir müssen los. Geld wird halt auch helfen, Kaffee kostet nichts. Bei dem Wetter und so später noch ein bisschen mehr schneien, da laufen wir jetzt nicht runter. Weil mit Papiergesetz im Rucksack, mit Laptop im Rucksack, wenn das durchweicht, das wäre nicht gut. Das heißt, wir fahren, müssen zwar dann trotzdem noch so knapp 10 Minuten laufen, aber halt nicht insgesamt irgendwie über eine Stunde. Und ich gehe schon mal zum Auto und schaufel das schon mal frei, damit wir dann auch gleich los können. Ich wette nämlich, dass da ordentlich was drauf liegt. Ja, der tarnt sich da immerhin ganz gut. Aber wenn man da dann so in Schnee reingreifen muss, oh, Alter, der ist ganz zugefroren. Scheiße, ich krieg die Türe gar nicht auf. Oh, fuck. Da fühlt man sich gleich wie zu Hause. Oh. Was da schon so
Stichgummis dran glauben haben müssen. Die habe ich schon so oft abgerissen bei mir daheim, weil es da so kalt war. Cool, ich nehme den halben Schnee gleich mit. Ich hoffe, dass es mit Fahren gleich geht. Ich habe keine Ahnung, wie die Straßenverhältnisse sind. Ich als Fußgänger bin jedenfalls schon auf dem Weg hierher zweimal fast ausgerutscht. Also schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Alter, was ist das? Nein, guck mal. Guck mal, wie dick die Eisschicht, die da drauf ist. Alter. Also das mit dem Fahren, das hat einfach hinten und vorne gar nicht geklappt, weil es halt einfach so ein steiler Berg ist da oben an der Schule. Und ja, es war nicht gestreut, es war nicht geräumt, es war komplett Matsch auf der Straße, dieser klassische nasse Schneematsch. Und es hat so eine Schmierschicht gegeben, meine Reifen haben einfach durchgedreht und ich bin einfach nicht vorwärts gekommen. Ich habe für einen Berg von nicht mal 150 Meter irgendwie eine Viertelstunde gebraucht, bis ich da oben war. Aber schaut es euch einfach selber an. Irgendwann haben wir es auch tatsächlich ins Café geschafft, also wirklich von Tür zu Tür waren wir definitiv nicht schneller mit dem Auto. Aber hey, wir sind da und wir freuen uns einfach nur über Kaffee jetzt. War richtig, richtig nett und ist echt lange ausgeufert, aber auf positive Art und Weise, wisst ihr? Also wir haben echt richtig schön geredet und Grüße gehen raus, falls du siehst, es war sehr nett. ja, ich bin zurück und die Fahrt war sehr interessant, aber deutlich besser als runter zu, weil runter zu, ihr habt es gesehen, keine Chance. Also ich habe, glaube ich, eine Viertelstunde diesen Berg hoch gebraucht. Ich habe mich nicht getraut, diesen Berg jetzt wieder runter zu fahren und auf der anderen Seite wieder hochzufahren, weil ich ja dann auch wieder wegfahren möchte irgendwann. Nicht, dass ich stecken bleibe. Das heißt, ich muss jetzt mal ein bisschen weiter zu Fuß laufen. Aber so habe ich jetzt einfach vor diesem Berg geparkt. Und ich habe sogar noch ein Parkplatz bekommen. Halleluja, weil das ist auch nicht selbstverständlich hier. Ich glaube, dass viele noch unterwegs sind und hoffentlich nur unterwegs und nicht irgendwo hängen. Aber ich gehe jetzt erstmal noch zurück und dann muss ich noch kochen, weil ich habe heute nämlich bis auf diese Sojalappen heute Mittag noch nichts gegessen. Also klar, der Kaffee hat auch Kalorien und so, logisch, aber ich sollte auf jeden Fall noch Abendessen machen. Mittlerweile haben wir nämlich kurz vor 7:30 abends losgegangen, sind wir 2:30, also definitiv Zeit fürs Abendessen. Fertig. Schau mal, wie schön die aussehen. Ich habe jetzt ein bisschen mehr gebacken, weil ich mache ja die Menge immer voll nach Bauchgefühl. Außerdem kann ich ja morgen dann welche ins Auto mitnehmen, weil morgen ist nämlich Freitag und morgen fahre ich nach Hause. Und dazu gibt es ein winzig kleines Apfelmus. Das bedeutet, dass ich quasi, weil ich ja nicht wirklich frühstücke außerhalb von meinem klassischen Kaffee, den ich in die Vorlesung mitnehme, erst circa 17 Uhr was zu essen kriegen würde, wenn ich mir nichts unterwegs holen würde, was ich halt vermeiden will, weil das würde nur am Ende wieder bei McDonald's, Burger King oder sonst irgendwas landen. Und deswegen habe ich dann jetzt Pancakes übrig und die kann ich einfach im Auto essen, weil die krümeln nicht, die fetten nicht, die kannst du einfach in die Hand nehmen. Easy. 4 Pancakes habe ich jetzt noch übrig, die werde ich noch einpacken. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht in was, weil ich nichts da habe. Aber ich finde schon irgendwas, wie ich das verpacken kann, dass mir nicht austrocknen bis morgen. Und dann muss ich noch einen Fall für Emissionsschutzrecht vorbereiten, der gerade noch per E-Mail kam. Den brauchen wir für die nächste Vorlesung. Und ich weiß, dass ich da am Montag keine Zeit dafür haben werde. Deswegen mache ich das jetzt heute noch, weil ich am Wochenende nicht da bin. Und dann habe ich am Wochenende halt auch wirklich frei. Weil da muss ich jetzt noch nicht lernen. Das sind wir noch nicht nah genug an den Prüfungen, dass ich geworden bin, schon so verzweifelt bin, dass ich lerne. Das mache ich dann lieber am Abend jetzt noch und dann passt das. Und ich tue noch so ein bisschen vorbereiten, was ich morgen mitnehme, was ich nach Hause mitnehmen muss, damit alles schneller geht, damit ich, weil ja, jede Minute, die ich weniger schnell auf der Autobahn bin, die vervielfacht sich dann irgendwo bei Nürnberg und Augsburg im Stau dann am Ende. Deswegen so schnell wie möglich. Ist immer so das Hochrennen. Wer ist zuerst auf der Autobahn? Ist ganz wichtig. Letztlich habe ich die Pancakes dann einfach in so einen Eiweißshaker reingestopft, weil ich echt nichts gefunden habe, was irgendwie passender gewesen wäre. Auto freigeräumt und ab auf die Autobahn und Richtung nach Hause. Ich freue mich jetzt schon sehr, Domi zu sehen am Wochenende und die Zeit mit ihm zu verbringen. Und ihr könnt gerne hier in diese Videos reinschauen, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Und schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar. Ich freue mich. Macht's gut und bis dann. Tschüss!